Moin, herzlich willkommen bei MBN Baumaschinen TV. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch und zwar möchten wir euch als langjähriger Partner das komplette Produktportfolio der Mecalac Schwenklader vorstellen. Der Hersteller Mecalac Eimann bietet als einziger Hersteller 7 Modelle als Schwenklader an. Im ersten Schritt möchten wir mit dem kleinsten anfangen. Diese Maschine liegt im Bereich von 4,5 Tonnen. Gehen wir mal rüber. Die erste Maschine, die wir euch präsentieren wollen, ist der AS600. AS bedeutet Eimann Schwenklader und 600 bezieht sich auf den Schaufelinhalt. Sprich, wir haben hier ein Schaufelvolumen in der Standardschaufel von 0,6 Kubikmetern. Das Einsatzgewicht der Maschine liegt bei 4,5 Tonnen und durch die Kompaktheit bzw. die geringe Aufbauhöhe der Kabine können wir diese Maschine hervorragend transportieren. Einsatzzwecke hierbei vor allem kleine, unübersichtliche Baustellen, beispielsweise im Galabau, aber auch viele weitere Anwendungsbereiche möglich. Leistungstechnisch ist diese Maschine ausgestattet mit einem Deutz-Motor. Dieser generiert 50 PS bei 180 Newtonmeter. Der zweite im Bunde ist der große Bruder des AS600 und zwar der AS750. Diese Maschine hat ein Einsatzgewicht von 5 Tonnen und ist dadurch ein bisschen kräftiger. Auch beim AS750 setze ich das Prinzip fort, und zwar AS750 bedeutet 750 Liter in der Standardschaufel. Was den AS750 zum großen Bruder des AS600 macht, ist die Mehrleistung von 12 PS sowie 70 Newtonmeter mehr. Auch diese Maschine eignet sich hervorragend für enge, schmale Baustellen und kann durch das höhere Einsatzgewicht und die mehr Leistung auch zum Beispiel die beliebte Steinpalette auch von einem LKW abladen und verfahren. Offensichtlich sieht man, beide Maschinen sind mit einem HP-Kinematik ausgestattet und verfügen ab Werk über den markenkompatiblen Kategorie Z2 Schnellwechsler. Dann springen wir einmal zur nächst größeren Kategorie und zwar haben wir hier dann einmal den AS850 und einmal den AS1000. Der 850er bewegt sich im Einsatzbereich von 6,2 und der AS1000 Einsatzgewicht von 6,6 Tonnen. Durch dieses Mehr an Gewicht kann man hier bei diesen beiden Maschinen schon von einem größeren Kaliber aus dem Hause Mecalac Eimann sprechen. Sprich, wir haben beim AS850 850 Liter in der Standardschaufel und beim AS1000 sprechen wir von einem Kubikmeter in der Standardschaufel. Leistungstechnisch sind beide Maschinen mit 75 PS ausgestattet, aus dem Grund, weil wir ab 75 PS AdBlue verbauen müssen und hier, wie gesagt, die 75 PS Grenze, dass wir entsprechend das Maximum an der Leistung aus der Maschine rausholen können. Unterscheiden tun sich beide allerdings in den Newtonmetern. Der 1000er hat nochmal ein Mehr an 70 Newtonmetern circa, wodurch er ein bisschen kraftvoller wird. Auch hier bei beiden Maschinen schön zu sehen. Beide verfügen über eine Z-Kinematik und über den Mecalac hauseigenen Schnellwechsler. Allerdings gibt es jetzt auch die Option, beide Maschinen mit dem Kategorie Z2 markenkompatiblen Schnellwechsler auszustatten. Im letzten Schritt möchten wir euch die beiden letzten Maschinen vorstellen. Diese sind auf dem Markt quasi alleingestellt. Einmal der AS900 Tele und einmal den AS1600. Fangen wir mal mit dem Tele an. Der AS900 Tele hat ein Einsatzgewicht von 7,2 Tonnen und verfügt über ein 1 Meter Teleskop und kann somit in der Standardschaufel 0,7 bis 1,2 Kubikmetern bewegen. Die Basismaschine des AS900 Tele basiert auf dem gleichen Chassis wie der AS1000. Allerdings haben wir hier, wie schon erwähnt, ein Teleskop. Und können somit beispielsweise einen 180 Grad Schwenkwinkel mit der Palettengabel über dem Boden erreichen. Was die Maschine natürlich sehr interessant macht im kommunalen Bereich, sprechen wir zum Beispiel von Murcha-Technik oder man braucht hohe Überladehöhen, beispielsweise bis an die 5 Meter, eignet sich diese Maschine hierfür perfekt. Ja, kommen wir abschließend zum letzten Gerät im Bunde. Dieser Schwenklader AS1600 ist komplett alleingestellt auf dem Markt. Maschine der 11-Tonnen-Klasse, 136 PS, kann auf der Palettengabel 4,5 Tonnen bewegen oder beispielsweise in der Standardschaufel 1,6 Kubikmeter bzw. 6 Tonnen Schaufelinhalt seitlich verschwenkt verfahren. Somit kann man hier raushören, dass der AS1600 für weitere Einsatzzwecke sehr gut geeignet ist.
beispielsweise im Gleisbau, weil wir können seitlich verschwenkt ein Gleisjochverfahren uns setzen oder auch im Materialumschlag mit wirklich hohen Schaufelinheiten, wo man viel Material bewegen kann, aber auch durch die Allradlenkung in Verbindung mit dem Schwenkwerk sehr wendig das ganze Gerät und dadurch auch im Straßenbau oder auf engen Baustellen zu Hause. Der aufmerksame Zuhörer wird wahrscheinlich festgestellt haben, dass wir anfangs von der kompletten Produktpalette von Mecalac gesprochen haben im Schwenkladerbereich. Mecalac bietet 7 Schwenklader an, wir haben jetzt 6 vorgestellt. Der einzige, der jetzt gefehlt hat, ist der AS210. Wie man sieht, wir hätten für den 210 hier auch keinen Platz mehr gehabt, deswegen haben wir ihn auch leider nicht vorgestellt. Nein, Spaß, wir haben einfach keinen da. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und wir wünschen euch alles Gute bis zum nächsten Mal.